Und damit geht's weiter mit Silent Hill 2 mit demselben Team wie immer. Daddy! Doppels. Daddy macht eigentlich nichts anderes außer Blödsinn labern und Gummibärchen fressen. Ja, Und der. und ich mag nichts anderes aus der Lösung vorlesen. Und der Schmacki macht dir den Spaziergeher-Simulator irgendwie. Das sind so Kompetenzen. Herr Leise tritt der Fußgänger. Von Goofys Weg zu Ru, das ist so geil. Das gibt's aber nirgendwo, weder in Google noch in YouTube oder sonst irgendwo. Zum Glück habe ich auf VHS und habe es schon digitalisiert. Ich werde es irgendwann mal auf einen anderen Kanäle hochladen, aber wahrscheinlich bekomme ich dann sowieso gleich einen Strike verpasst. Egal, ich versuche es trotzdem. Oh, neue Räumlichkeiten. Jetzt würde ich aber direkt alles mitnehmen, was ich finde. Tür aufmachen, oh, Neptunierzimmer zumachen. Tür machen, oh, und Heavy-Metal-Zimmer zumachen. Bitte. Ja, was weiß ich, auf was du stehst? Heavy Metal Zimmer. Sag es doch. Ja, wieso zumachen? Alle reinkommen hier. Ja, und eine fette Heavy-Metal-Party feiern. Mit den ganzen Krankenschwestern. Eine Heavy-Metal-Party. Ja, Heidi, sollen wir Dann mal. was für Schmackisraum, keine Ahnung. Mit Spyro, irgend sowas, weiß ich gerade nicht. Glumanda-Zimmer. Ja, eine Fusion aus Spyro und Glumanda. Und bei mir wären dann Halo, Toho, Mega Man. Irgend sowas, weiß ich gerade nicht. Verärzt euch Zimmer. Ich habe in Google tatsächlich ein Bild gefunden, wo quasi die Toho-Figuren und der Master Chief Oh, von Halo Cutscene. vereint sind. Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I want to go get it. Is that okay? Yes. Yes. Come on, hurry up. Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha! I tricked you. Open the door, Laura. What should I?
in it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? Das finde ich genial, diese Horroratmosphäre in Resident Evil 2. Ich würde nur sagen, zuerst habe ich die Kleine für einen Zombie oder so gehalten, aber die ist wirklich eine ganz schöne Schlampe. In Resident Evil 2? Resident Evil sage ich schon. Nee, Schmacki! Also Silent Hill. Jetzt! Silent Hill 2. Ja, hier in Resident Evil 2 richtig lecker. Also, ich dachte, ich verwechsel Resident Evil und Silent Hill, aber... Nee. Was, nee? Unser Schlawiner hier. Ich meine, wenn sich verwechsel, ist ja egal, da ich beide Spiele noch nie zuvor gespielt hatte, vor dem Let's Play. Und da habe ich auch nicht gewusst, was was ist. Aber jetzt weiß ich schon, dass Resident Evil irgend so ein Zombie-Virus-Typen-Spiel ist und Silent Hill, keine Ahnung, irgendwas mit einer Stadt, mit einem Wasser oder so. Toluca Lake. Ja, was könnten diese Gegner wohl repräsentieren? Das sieht aus wie so ein Krankenbett mit einem Kind irgendwie dran. Beziehungsweise ein Bett mit Beinen dran. Also ich dachte, es wären Hedy und ich. In einem Bett? Nein! Wenn, dann nur mit einer Frau ins Bett, aber nicht mit einem Hedy. Und einer Frau. Drei Jahre wie. Ein Sandwich. Ein Jill-Sandwich. Wenn, dann zweimal Frau und dann nicht. Das ist ja, ein wesentlich kompakteres Sandwich als hier. Eine ist schon tot, glaube ich. Ja, ich glaube, das mit Steam wird noch eine ganze Ewigkeit dauern. Wenn mich mal nicht irgendjemand mal gefragt hätte, ob ich The Witcher spiele, dann hätte ich so gesagt, nee, lass mal. Weil ich bin ja, ich erfülle ja ganz gerne die Leute, die Wünsche der Zuschauer. Also nur eins! Das ist der Fuchs. Der Wolf ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtswolf hier. Wenn schon. Seiner Route. Und seinem Sack. Ja. Was ist passiert? Ja, das wird sich James auch gerade fragen, was da passiert ist. Ja, ganz einfach, er hat sich von einem Mädchen austricksen lassen. Da denkt er sich so, oh, ich bin der weiße 7-Jährige. Typisch Frau. Ja, oder keine Ahnung, wie alt ist. Ach, die Silent Hill-Sirenen in der Ferne. Oh, jetzt wird es knusprig. James. Ja, die Parawelt. Ja, die dunkle Seite von Silent Hill. Das ist die dunkle Seite der Macht. Jetzt hat sich nämlich das ganze Gebäude verändert. Vom Aussehen her. Willkommen bei The Wolf. Scarecrow hat auch mal sowas ähnliches erzählt, aber es ist schon wieder so lange her, dass ich nichts mehr weiß. Ja, jetzt wird alles dreckig und metallisch. Willkommen in der Silent Hill Otherworld. Ja. Oh nein, ein Einblick in Forces Hütte. Jetzt sehen wir live, wie der Force lebt. Da muss bestimmt auch irgendwo so ein PC sein, wo er aufnimmt. Qualitätsmäßig würde es zumindest passen, von seiner Stimme her. Von seinem Mikro. Was ein Keller irgendwo. Soll er sich mal ein Einständiges zulegen? Ich meine, er hat ja gesagt, dass er sich schon anders geholt hat, aber... Zu haben wir noch nicht.
Was so mit Headset-Mikrofon, ich weiß ja nicht. Das mit Tischmikrofon hier ist wesentlich geiler. Ich habe auch ein Headset. Ja gut, liegt vielleicht daran, dass meines damals Schrott war, aber weiß ich nicht. Wenn ich mir meine alten Aufnahmen ansehe, dann denke ich mir jedes Mal, boah, scheiße, war die Qualität im Arsch. Hier unten gibt's eine Kiste, da, wenn das nicht klappt, dann lade ich neu. Das hat den Jetzt Grund. Reicht's. Das hat aber einen wichtigen Grund, Teddy. In der Kiste sind nämlich. Ist nämlich. Cheats! Nee, nützlich viel Munition. Pornohefte. Das wäre immens schade, es liegen zu lassen. Ja, Pech. Was nicht siehst, kannst du nicht kriegen. Schlusspunkt aus Ende. Bei Dark Souls könntest du das nicht machen. Oh, lade ich mal neu, damit der Händler wieder lebt. Okay, geht mir. Über diese Händlergeschichte. Ja. Ich würde das zu gern sehen, das hat er aber nicht aufgenommen, oder? Nee. Scheiße. Das wäre ein Gegner, wer da auf seinem Teppich mit seinen Waren sitzt. Da hab ich einfach drauf gekloppt. Warst du da dabei, wo er es gemacht hat? Nein. Scheiße. Irgendwas stimmt mit dieser komischen Krankenschwester nicht. Warum? Keine Ahnung, hat die irgendwie in die Betten reingebackt. Ja, das soll stimmt. Ja, die dachte, das hier ist Outlast. Die wartet auf den Schmacki. Das ist die Schwester vom Slenderman. Nee, die hat sich und das Bett verkrochen, weil sie dachte auch, du bist jetzt der große böse Mann vom Outlast. Der Schlenderschmackes. Slenderman gibt's doch nicht in Outlast. Wie hieß denn der komische Fatzke da? Der Warrider. Was? Nee, der Fette da, der alle... Walker! Ja. John Walker oder irgend so. Chris. Dann den Chris Walker. Johnny Walker ist was anderes. Johnny Depp. Ich habe erst Silverkasten gefunden. Ich habe ihn ja Silverkasten gefunden. Ja. Hey, halb, hey. Das ist kaputt, ja, alles. Alles made in China, ja. Alles made in Chinatown. Ja, was willst du mit dem Restroom? Made in Germany. Auch kaputt. Das ist keine deutsche Qualität hier. Alles importiert von Österreich. Alles gekauft von einem Uncle Wolf. Der nicht so seriös aussah. Wo ist denn der Garten? Der eine ganz fremde Währung haben wollte. Die Schillinge. Ach, das war noch so eine geile Währung. Ich sehne mich wirklich nach den Schillingen zurück. Wirklich, das war so schön. Ich kann mich auch noch entsinnen, dass ich Schillinge mal... Oder dass wir Schillinge mal benutzt hatten. Ja, im Garten, die kommen mal her. Das war das kleine Areal hier. Ah, jetzt muss ich überlegen, war das der 5000 Schilling-Schein oder der 10.000 Schilling-Schein? Inflation hier. Ich fand sie schön. Ich fand sie geil. Richtig lecker. Richtig sexuell hier. Ja, die 5 Schilling. Ich weiß noch damals, da gab es so eine Kaugummi-Rolle, da war eine Digimon-Figur obendrauf, wo Digimon gerade total in war. Diese Digimon-Figur mit diesem Kaugummi hat 45 Schilling gekostet, damals als Kind. Und wir haben 50 Schilling pro Woche bekommen, Taschengeld, was zur damaligen Zeit extrem viel war. Wenn man bedenkt, die anderen haben
30 oder 40 Schilling im Monat bekommen und wir 50 Ja, der Bonze wieder hier, der wohl. Und wir 50 Schilling in der Woche, das war echt viel. 20 Schilling. Da ist auf einem 1000 Schilling Schein Berber von Suttner. Das hier waren die letzten Schilling Scheine, okay. Da war auf dem 500 Mark Schein war ja Pyramid Head drauf, oder? Aber das weiß ja keiner mehr. Okay, auf dem 20 Schilling Schein war Moritz Daffner. Den kenne ich nicht. Auf dem 50 Schilling Schein war Sigmund Freud. Den kennt wohl jeder. Auf dem 100 Schilling, also der 20er war braun oder so. Der 50er, der 50er war so lila ähnlich. Da war Hitler drauf. Nein. Hör mal mit auf. Auf dem 100 Schilling Schein ist Eugene Böhm von Barberg. Den kenne ich auch nicht. Der 100 Schilling Schein ist grün. Der 500 Schilling Schein, da war Otto Wagner drauf. Den kenne ich auch nicht. Der ist Otto Walkes war da drauf. Nee, Otto Wagner. Der ist so ja. So, so rot-lila mäßig. Auf dem 1000 Schilling Schein ist Erwin Schrödinger oben. Den kenne ich auch nicht. Der ist so ein ganz dunkles Blaugrau. Und auf dem 5000 Schilling Schein ist Wolfgang Amadeus Mozart oben. Ach, das war ja der mit den Mozartkugeln. Und auf der Rückseite dieser jeweiligen Schilling-Banknoten war auch immer ein Gebäude. Auf dem 20er ist die Albertina, auf dem 50er das Josephinium, auf dem 100er die alte Universität, die alte Wiener Universität. Wiener Schnitzel. Auf dem 500er die Wiener Postsparkasse. Auf dem Toll. 1000er die neue Universität Wien und auf dem 5000er die Wiener Staatsoper. Toll. Was toll, das ist ziemlich geil. Mhm. Ich sehne mich wirklich nach der Zeit zurück. Wiener Staatsoper. Ich war schon mal in einer Oper, aber ich weiß nicht, ob das die Wiener Staatsoper war. Ich glaube ja. Ich müsste. Ich bin sofort eingepennt nach 3 Sekunden. Ey. Was? Hast du einen Sockenschuss? Nee. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich so ein Theater. Vor allem so ein Theater mit Forst, das mag ich aber nicht. Ja, das ist ja Affentheater. Das ist Phantom der Oper. Ich weiß nicht, war Hitler auf einer Banknote oben? Ich google es jetzt mal. Oh, was zum Lesen. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel. Ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Das hört sich an wie du Force im Fabkeller im Outlast. Ich bin hier Fang im Keller, Wurmkeller. Ich bin am tiefsten Keller, Wurmkeller. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss dem Duft des Backofens folgen. Der wird mich nach Haus zurückführen. Ja. Wo knusprig braun gebrannt bereits. Ja. Der Force erinnert mich irgendwie an Samson aus der Rettungstruppe. Wenn der Käse gerochen hat, dann wurde auch alles vorbei. Käse. Okay. Oder Boobies. Das mit der Hitler-Banknote ist nur eine Lüge. Ach nee. Nee, da ist so eine Banknote mit Adolf Hitler oben. Das soll irgendwo so eine Zahlung von der Ukraine sein. Oder besser gesagt, die Ukraine will sowas rausgeben. Aber es gibt aber Bierflaschen, wo der drauf ist, wa? Es gibt auch Toilettenpapier, wo er drauf ist, und das... Ja, wegen braun. Ja, wenn braun, verstehst du. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte ja jetzt so, boah, das sieht so scheiße aus. Da muss man gleich und gleich gesellt sich gerne, ne, Hitler? Und Arsch auswischen. Geschieht ihm auch recht. Ja, ein Stück Scheiße, das passt ja. Der ist einfach in der Lachnummer, ganz im Ernst. Den kann heutzutage keiner mehr ernst nehmen, wenn man bedenkt, wie blöd die Deutschen damals eigentlich waren. Gut, die Österreicher waren genauso blöd, da will ich jetzt oh, nicht sagen. Oh, mach mal den Kühlschrank auf. Erstmal ein lecker Bierchen. Hitlerbier. Da liegt der Forst drin.
Ja, krieg ich schon auf hier. Schwer krieg ich noch auf. Kann ich nicht alleine öffnen. Der Force frisst doch Lasagne alleine da drin. Der Force hat sein Hitlerbier gebunkert. Der Force LP't aus dem Führerbunker. Heute mit Live-Gast-Kommentator Adolf Hitler. Wollt ihr das totale LP? Der totale Krieg. Ja, dann spielt der Total War. Das totale LP hier. Let's play Total War. Totale Zerstörung. Und dann zum Facecam, da klebt er sich so ein falsches Hitlerbärtchen an. Ich glaube, dann würde er sowieso Staatsfeind Nummer 1 werden. Aber dann würde er innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende von Aufrufe bekommen. Der Staatsforce Nummer 1. Muss irgendwas mit Hitler im Thumbnail machen. Oder nee, lieber nicht, sonst kriegst du noch Ärger. Obwohl, nee, Dingens hier hat auch gemacht. Satire. Nee, der Dingens da, der Coffings hat auch Hitler im Thumbnail reingepackt. Und da, genau, Polen. Polen wird angegriffen. Das hat er geschrieben als Text. Und so ein Hitlerbild drauf. Der Schmacki das macht, dann am besten noch Hitler und Force auf einen Fanden drauf. Ich glaube, dann wäre der Skandal perfekt. Dann wäre wirklich der Skandal perfekt. Dann wäre es nicht so mit Seriosität. Dann würden alle auf dich aufmerksam werden, glaube ich. Ja, besonders die, auf die er nicht will hier. Die Regierung. Wird ja gesponsert von der NPD hier. Oder von der NSDAP. Genau. Schmack-LP. Offiziell gesponsert von der NSDAP. Ja, obwohl Schmackis Banner ist ja schon so komisch braun, wa? Ja, ich glaube, wir machen hier mal kurz einen Cut rein, weil ich sehe gerade, der Experte dafür ist gerade online. Was für Hitler? Schmacki. Hitler ist online, oh. Ja, Hitler ist online. Nee. Aber wer das ist, das sieht er am nächsten Part, wenn ich ihn reinkriege. Das ist direkt so nach mir, bis, genau. Bis tschüss. Ja. Och, Hitler ist gerade angekommen. Ja, das ist er. Ciao. Tschüss.